Frau Pampel, Horst im Wald, der Hustinettenbär und Hustinetta warten auf ein neues Zuhause. Wo können diese ungewöhnlichen, seltenen Namen herkommen? Natürlich vom Kleintierboden. Einige Kleintiere warten auf ein neues Zuhause. Die stellen wir euch natürlich jetzt vor. Ja. Und zwar fangen wir an mit zwei Widdern. Mhm. Und zwar Hustinetta. Die junge Dame ist 2000, junge, ganz jung ist er gar nicht mehr, 2014 geboren. Und der Hustinettenbär ist ebenfalls 2014 geboren. Die beiden sind seit September bei uns im Tierheim. Grund, es gab keine Haltungsmöglichkeit mehr. Ja, und das Mädchen, das hat teilweise tatsächlich so massive Atemgeräusche. Ich habe es vorhin auch gehört. Das kommt wahrscheinlich deshalb, dass sie so eine verdickte Nasenscheidewand hat. Ne? Wir haben also Lunge und Luftröhre. Und, alles in Ordnung. Da war alles in Ordnung, genau. Also. Die beiden würden wir gerne in Außenhaltung vermitteln. Ja. Das sind ruhige Tiere. Mhm. Für Kinder okay, aber sie sind eben keine richtigen Schmuser. Mhm. Die sind beide zurzeit auf Diät, ja, weil sie, das kann man nicht anders sagen, wirklich leider viel zu fett waren. Mhm, genau. Und deswegen gibt es jetzt Diät. Haben auch schon abgenommen. Genau. Hustinetta, Hustinettenbär, zwei Widder. Tolles Pärchen. Klasse Pärchen, genau. Mhm. Weiter geht es mit Horst im Wald. Was steckt bei Horst im Wald hinter? Horst im Wald ist ein Kaninchen, der im Juli, der Kaninchenbock ist im Juli geboren, mhm, seit September bei uns im Tierheim, kommt aus Garbsen. Ja. Das ist eine ganz seltene Rasse, ne? Naja, es ist halt ein roter Neuseeländer. Das heißt, der wird noch größer. Er ist jetzt ja noch so klein, aber der wird mal 4 Kilo schwer. Mhm. Und der ist wirklich süß. Ja, der ist lieb. Ganz lieb, ne? Ja. Freundlich. Ja. Und der ist auch total verschmust. Ja. Der wäre auch für Kinder sogar für ganz Kinder toll. Für Kinder wäre, ne, der toll, genau. Der küsst auch. Wir reden ja nicht von einem Kaninchen, nicht von einem Hund. Ja, also er hat einen Verdacht auf eine Allergie, denn er niest auch schon mal öfter. Und ja, der sucht eigentlich ein Zuhause mit viel Platz. Er wird ja größer. Ja. Und zu einer Kaninchendame, ne? Zu einer netten Kaninchendame, ja, genau. Ganz toll. Ja. Und ab Frühjahr, so ab für Außenhaltung, wäre es natürlich auch optimal. Genau, ne? Ab Frühjahr könnt ihr dann auch nach draußen ausziehen. Der junge, ganz junge, bildhübsche Kaninchenbock. Niedlich. Horst im Wald, du bist schon wieder verliebt in den roten Neuseeländer. Horst im Wald, Infos natürlich bei uns im Tierheim. Ja. Und dann haben wir noch Frau Pampel. Ja. Was steckt bei Frau Pampel hinter? Ebenfalls eine Kaninchendame, die 2 Jahre alt ist und erst seit einer Woche bei uns im Tierheim. War mal ein Fundtier. Genau, kam aus einer Vermittlung zurück, da war sie nicht glücklich mit ihrem Partner. Wir suchen jetzt aber natürlich wieder ein Partnertier für sie. Ne? Also sie sucht wieder einen netten Kaninchenbock. Hm? Auch für Frau Pampel wäre Außenhaltung richtig toll. Ja. Sie ist ruhig und will nicht viel vom Menschen. Nö. Na, und sie sucht halt ein Zuhause mit einem netten Kaninchenbock. Genau. Und nicht so für Kinder, ne? Nee, so für Kinder ist sie nicht wirklich geeignet. Hustinetta, der Hustinettenbär, Horst im Wald und Frau Pampel warten auf ein neues Zuhause bei uns im Tierheim. Informationen gibt es unten, unter der unten eingeblendeten Telefonnummer oder, wie ich jeden Monat sage, gerade bei den Kleintieren, einfach mal vorbeischauen. Das war schon wieder diese klitzekleine, ja, Kleintiervermittlung im Herbst 2017. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Die sind auch alle niedlich. Hustinetta, Hustinetta.